Willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Wir sind hier bei Pikers, um unsere Mitarbeiter zu finden. Denn wir haben herausgefunden, dass dieser Anschlag vor 6 Monaten nicht dazu da war, die Leute zu töten, sondern zu entführen. Und Pikers hängt da irgendwie mit drin. Einigung der Welt. Was ist die Pikers-Gruppe? Pikers besteht aus zahlreichen Marketingdiensten und Medienunternehmen, darunter Marketing- und PR-Agenturen, Film- und Fernsehgesellschaften, Marktforschungsinstitute, Satellitenbetreiber, verschiedene Internetdienstleister. Die Pikers-Gruppe bezeichnet sich selbst als Mutterkonzern, der das Know-how für ein analytisches und kreatives Brandmarketing unter einem Dach vereint. Als weltgrößter Telekommunikationsanbieter unterhält die Pikers-Gruppe mehr als 1000 Niederlassungen und Zweigstellen in über 100 Ländern. Wir können also nicht ohne Stolz behaupten, dass es keinen Ort gibt, an dem Pikers nicht präsent wäre. Neben der angesehenen Journalistin Eliza Kassane, der Stimme des Pikers News Nachrichtenkanals, arbeiten weltweit etwa 1 Million Menschen für uns, darunter Werbetexter, Blogger, ebenso wie gefeierte Filmregisseure und Superstars der Musikbranche. So, und da wir nicht wissen, ob wir hier sein dürfen oder nicht. Ich meine, wir sind auf dem Dach gelandet, das dürfte aufgefallen sein. Stecke ich mal die Pistole weg und tu mal so, als wäre das alles normal, als sollten wir hier sein. Allerdings ist das Sicherheitssystem weiß und ich sehe auch keine anderen Menschen momentan. Aber hier haben wir noch ein E-Book. Synthetisches Denken, die menschliche KI. Kann eine Maschine lügen? Die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenzen wirft ethische und moralische Fragen auf, die in der Technologiegeschichte bisher einzigartig sind. Wenn die Suche nach KI dem Bau eines Mechanismus dient, der ähnlich denken und handelt wie der menschliche Organismus, welche moralischen Werte setzen wir dann für diesen Mechanismus an? Bereits im Jahr 2009 führten Schweizer Wissenschaftler im Labor für intelligente Systeme an der École Polytechnique Fédérale von Lausanne ein Iterationsexperiment mit Robotern durch, dessen binär kodiertes Genom ihre Reaktionen auf unterschiedliche Reize bestimmte. Nach 500 Wiederholungen hatten die ILS-Roboter gelernt, vorgegebene Aufgaben wie das Sammeln von Ressourcen selbstständig zu erledigen und waren in der Lage, andere Roboter zu diesem Zweck zu belügen. Oh, Geld. Was haben wir hier? About Charles Darwin and the Origin of Species. Ja, das ist ein sehr interessantes Buch, Origin of Species von Darwin. Das sollte man wirklich mal gelesen haben. Es ist sehr schwer, also es ist nichts mal so eben für die Klolektüre oder so. Das kann ich euch sagen, aber es ist interessant zu sehen, was er wirklich geschrieben hat und wie er das gemeint hat. Achtung, wir haben neue Befehle. Code Blue, die Lage ist kritisch und wir werden alle evakuiert. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gebäude wird in Kürze abgeriegelt. Machen Sie sich bereit. Nichts hier raus. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts hier raus hier. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie evakuieren das Gebäude. Lilly. Parkbestimmungen. Hallo Leute. Muss ich euch wirklich darauf aufmerksam machen, dass in diesem Büro viele Leute arbeiten und wir alle feste Parkplätze haben? Seid bitte so nett und benutzt nur die euch zugewiesenen Parkplätze. Das war die letzte Warnung. Beim nächsten Mal lasse ich Falschparker abschleppen. Okay, und damit wissen wir, warum hier keine weißen Pfeile auf der Karte sind. Die sind alle ausgeflogen. Oh, Brezeln. So sieht es hier auch aus, als wären die wirklich alle überstürzend aufgesprungen. Deswegen sind hier auch die Kaffeebecher umgeschüttet. Auf der anderen Seite war auch, also im anderen Büro war auch so ein Kaffeebecher umgeschüttet. Ihr wollt mein Passwort? Bitte sehr. Ich kann den Leuten in meiner Abteilung beim Einrichten helfen. Ich habe in der Abendschule einen Computerkurs belegt. Nein, bitte nicht. Wir erledigen alles. Trotzdem vielen Dank. IT Security Group. Ja, natürlich. Ich habe mal gesehen, wie ein Computer aufgeschraubt wurde. Ich kann also helfen. Wo ist die Taste? Da. Gerade F5 nicht gefunden. So, und dieses Büro. Hier ist nur eine Schublade mit Elektroschockpfeilen und Geld. Tja, ansonsten nichts. Dann weiter. Weiter, weiter, weiter. Jensen, da stimmt was nicht. Pikers ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Ich melde mich wieder. Ich glaube, wir sehen es gerade. Es ist wirklich absolut niemand da.
alle Vöglein ausgeflogen. Und das ist ungut. Haben wir hier aber noch irgendwas zum Mitnehmen? Hier können wir was hacken. Oh, hat er gar nicht mitbekommen. Ja, macht ja nichts. Dann hat er jetzt verloren. Zugriff gewährt. So, und hier vorne ist hier noch irgendwas? Oder hier? Oder hier? Ja, hier ist was. Geld. Und jetzt hier runter. Ich möchte aber gerne eigentlich erst den Sicherheitshub. Oh. Security Firewall. Prüfen Sie die Notfallaktivierungslogs, Pritchard. Hier ist eine verriegelte Feuertür, die vermutlich offen sein sollte. Alle Feuertüren des Gebäudes sind verriegelt. Aber der Weg zu Zimmer 404 müsste frei sein. Mhm. Hier ist noch eine Kiste. Was sind denn aber die Sicherheitsroboter, wenn sie nicht auf dieser Ebene sind? Ach ja, 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 ja. Kein Platz, kein Platz, kein Platz. Übliche Problematik. Und hier wirklich alle ausgeflogen. Da ist noch ein PDA, lass mich. Morris, hier sind die Passwörter für einige der Mitarbeiterterminals, die Sie angefordert haben. Lalala, den Rest schicke ich in etwa einer Stunde. Habe ich auch keinen Platz für. Mann, 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 Mann. Aber für Geld habe ich natürlich immer Platz. Die Kreditkarte hat Platz. Einigung der Welt, das kennen wir doch irgendwie schon. Haben wir das nicht. Wie oft habe ich das jetzt schon bitte vorgelesen? Habe ich das schon mal vorgelesen? Liegt das hier überall rum? Hahaha. Wo keiner da ist, können wir auch mal ein bisschen Unordnung machen. Da ist ein weiteres. Ein PDA. Serverraum Türcode. Bankkonto. Fantasy Hockey. In Ordnung. Aber da speichere ich mal nochmal schnell so. Und jetzt hier wieder hindurch. Ja, 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 ja. Da ist doch gar keine Chance. Ich habe doch schon gewonnen. Zugriff gewährt. Also durch dieses, wir werden später entdeckt, macht das wirklich noch um einiges einfacher. Das muss man wirklich sagen. Ah, hier. Doch was blinken sehen. Elektroschockpfeile. Geld. Nichts. Ich gehe erstmal einmal außen rum und dann gehe ich in die Mitte und gucke mir den mittleren Teil in Ruhe an. Noch mehr Geld. Und noch eine Schublade mit einem Nuke-Virus. Schön. Und damit sind wir einmal rum und jetzt können wir in die Mitte gehen. Ich werde jetzt einmal kurz einen Cut machen, um diese ganzen Computer jetzt hier zu hacken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt hier alles gehackt. Es waren nur zwei Computer. Die waren aber ganz schön schwer, muss man gestehen. Stufe 3 und Stufe 4. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Computer an. Es ist Französisch. Wer von euch Französisch kann, kann sich dieses gerne durchlesen. Ich kann es nicht. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, worum es da geht. Es geht um ein Mini-Meeting, das sehe ich. Und in 30 Minuten oder so. Und ja, sorry. Sprachregelung. Ich wollte Ihnen nur einen Tipp geben. In Ihrem geplanten Beitrag über Taggart bezeichnen Sie ihn als Anti-Augmentierungsaktivisten. Versuchen Sie, diesen Begriff zu vermeiden. Pro-Human ist nicht ganz so negativ belegt. Klasse Text. Hey Andrew, dein Artikel über die Unruhen ist großartig. Vor allem der Teil, in dem Seraph wie Nero auf seiner Elektrogeige spielt, während Detroit in Flammen aufgeht. Grandioses Bild. Gehen wir heute Abend zum Spiel? Straßburg pitcht, das heißt die Spurs gewinnen. Bist du dabei?
Ach ja, und die Medien versuchen immer noch, die Bilder so zu inszenieren, dass es in die Ideologie passt. Warum sollte es in einer dystopischen Zukunft auch besser sein als bei uns, ne? Muss man ja mal so sagen. Leute, glaubt nicht alles, was die Medien sagen. Also, bestes Beispiel RTL und Gamer, ne? Und was haben wir hier? Bitte Forenbeitrag löschen. Hey Phil, kannst du bitte den Beitrag über dieses Cyber-Olympioniken löschen, indem sie als augmentiertes Flittchen bezeichnet wird? Das ist ziemlich übel, Mann. Zugelassenes Vokabular. Hallo an alle. Bitte denkt bitte daran, das Lexikon der zugelassenen Begriffe und Formulierungen, Wiki, Schlag mich tot, bla bla bla, zu Rate zu ziehen, bevor ihr irgendetwas auf den offiziellen Servern oder in den Forum postet. Danke, Nancy. Ja, und hier unten steht irgendwas auf Französisch, was ich euch leider nicht sagen kann. Wer von euch Französisch kann, ist ja eine relativ häufige Sprache, das muss man ja mal so sagen. Wir haben ein Praxis-Kit gefunden. Wer von euch Französisch kann, der kann ja diesen Text pausieren und übersetzen. Mich würde echt interessieren, was dort steht. Vielleicht kann das ja einer. Wäre super. Kennen wir beide? Wann habe ich jetzt durch mein Wedeln auf den falschen Computer gegangen. Bell Tower Link ausgefallen. Die Seite mit dem Artikel, der die Anschuldigungen gegen alle Aktivitäten von Bell Tower in Australien zurückweist, ist offline. Bringen Sie as soon as possible wieder zum Laufen. Und Credits. Ach ne, da lang. Noch mehr Geld. Hier waren wir doch aber auch schon. Ich bin verwirrt. Ein Computer war es auf jeden Fall noch. Das war ein Stufe 4 Computer. Ja. Das ist der, glaube ich. Hier wieder diese E-Mail, die ich nicht lesen kann. Unsere Regeln haben einen Grund. Hör zu, JF. Wir machen diese Besprechungen nicht ohne Grund. Mit Presse- und Redefreiheit hat das rein gar nichts zu tun. Du bist ein sehr guter Kolumnist. Witzig, geistreich, ein bisschen verstörend. Aber das ist eben dein Stil. Wie in aller Welt kommst du darauf, das wäre eine Kommission zur Beschneidung deines Rechts auf freie Meinungsäußerung. Das ist nur eine redaktionelle Besprechung. Du weißt, das ist bei uns eine Standardprozedur. Okay, die Verantwortung von Pikus ergibt sich aus der Tatsache, dass alles, was wir tun, die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Diese Macht ist mit einer beträchtlichen Verantwortung verbunden. Stimmt? Ich weiß, das klingt klischeehaft, aber es ist so. Du kannst nicht einfach herumlaufen und irgendwelchen Unsinn verbreiten. Nenn es meinetwegen Agenda. Ich betrachte es allerdings als eher als verantwortungslosen Umgang mit unterhaltendem Journalismus. Unser Schatten-Imperium-Session am Samstag steht aber noch, oder? Das klingt wie ein Rollenspiel oder irgendwie sowas. Hey Leute, nur falls ihr noch nicht wisst, zwei unserer neuen Websites wurden in folgenden Kategorien für die Web 3.0 Awards nominiert. Originalstes Gamer-Forum, beste Webcomics, beste Webbiseto, was auch immer, für Tony's Back in Post-Nuclear USSR und bestes Design. Glückwunsch, Leute. Tony Hawks? Hä? Ja. Leer. Und hier haben wir noch einen. Hey Leute, wer hat Lust auf eine Modernisierungs-9-Kampagne? Weltgröße gigantisch, Nation 12, Bündniszwang, ja, Länge lang. Wer Interesse hat, kurz mehr genügt. Ich spiele die Deutschen, also her mit den Tigerpanzern. Civilization? Soll das... Ist das eine... Das ist eine Anspielung auf Civilization, oder? Civilization 9 und so? Geil. Cool. Kometenstory. AK, ich wollte Sie nur an meine Anmerkung hinsichtlich dieser Kometenstory erinnern, die Sie heute hochladen. Bitte nehmen Sie in der Luftaufnahme den Frame heraus, auf dem die Versalife-Raumstation zu sehen ist. Wenn wir das drinnen lassen, ist der Teufel los. Das glaube ich. So. Und hier ist noch eine Schublade mit Geld. Hier ist noch eine, auch mit Geld. So viel Geld hier überall. Und jetzt müssten wir hier lang, aber ich würde sagen, hier in diesen Gang gehen wir in der nächsten Folge und schauen einmal, was uns dort erwartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.